Wie sieht die Ausbildung zum Softwareentwickler aus? Es gibt mehrere Wege, Softwareentwickler zu werden. Hier die drei wichtigsten. Weg Nummer 1, Ausbildung zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Dabei handelt es sich um eine dreijährige berufliche Ausbildung. Dabei arbeitet man in einer Firma und hat auch eine Ausbildung an der Berufsschule. Wer erst einmal auf Nummer sicher gehen will und nicht weiß, ob ein Studium das Richtige ist, kann erstmal hier den Abschluss zum Fachinformatiker machen. Die Gehälter liegen zum Start meistens bei, laut StepStone, einer führenden Stellenanzeigeplattform, bei ca. 32.000 bis 47.000 Euro. Da man bereits nach der 10. Klasse mit der Ausbildung anfangen kann, die 3 Jahre dauert, kann man bereits im Alter von 20 Jahren ein gutes Gehalt erlangen. Weg Nummer 2, Informatikstudium. Wenn man das Abitur hat oder eine vergleichbare Ausbildung hat, dann kann man auch ein Studium beginnen. Ein Bachelor und Master dauert in der Regel insgesamt 5 bis 6 Jahre. Das Einstiegsgehalt liegt ca. bei 42.000 Euro im Jahr. Die Gehälter steigen jedoch mit jedem Jahr gut an, sodass ein guter Programmierer mit Hochschulabschluss ca. 60.000 Euro verdient. Weg Nummer 3, Quereinsteiger. Nicht wenige kommen aus komplett anderen Gebieten, wie den Sozialwissenschaften oder anderen Ausbildungsgängen oder Berufsausbildungen. Diese lernen dann entweder in Kursen, welche von unterschiedlichen Institutionen angeboten werden, um sich weiterzubilden, oder lernen es komplett in Eigenregie, mit Hilfe von Büchern oder Online-Kursen. Oder auch ganz einfach YouTube und Plattformen wie Stack Overflow, wo man sich Programmierfragen beantworten lassen kann. Was bevorzugen Arbeitgeber? Kleinere Systemhäuser oder Agenturen setzen oftmals auch auf Ausbildungsgänge, um ihre eigenen Mitarbeiter auszubilden. In größeren Firmen und Konzernen wie SAP oder Microsoft wird jedoch oft auch ein Hochschulstudium verlangt, denn man muss sich mit komplexen Softwareprozessen auseinandersetzen können. Man könnte jedoch auch IT-Freelancer werden. Dann spielt die Ausbildung meistens keine Rolle mehr. Dort erhält man einen Stundensatz. Dieser liegt meistens bei 90 bis 120 Euro die Stunde. Gute Entwickler können bis zu 200 Euro und mehr die Stunde verlangen. Was sollte man als Entwickler lernen? Es kommt drauf an. PHP oder PHP-Frameworks wie Laravel, Symfony und Zend sind weit verbreitet und werden von Unternehmen unterschiedlichster Größe nachgefragt. Eine Spezialisierung hierin kann sich lohnen. Auch in den PHP-nahen Technologien wie Magento, Shopware, Typo3 oder WordPress gibt es viele Chancen. Besonders in Agenturen und bei IT-Dienstleistern. Wer in große Konzerne möchte, sollte sich entweder mit C#, .NET oder alternativ mit Java beschäftigen. In großen Firmen gibt es viele Stellen für diese Programmiersprachen. Es gibt auch andere Technologien wie JavaScript-Frameworks wie React, Angular oder Node.js oder Programmiersprachen wie Ruby on Rails oder Python. Hier sind jedoch die Zahl der Jobangebote niedriger, dafür aber die Gehälter höher. Empfehlenswert ist es also immer, mit einer der großen Sprachen wie PHP oder .NET oder Java durchzustarten. Man sollte sich zudem mit Frontend-Technologien wie HTML, CSS, JavaScript beschäftigen, welche in all diesen Technologien zum Einsatz kommen. Auch Ansätze wie Agile und Test-Driven Development, Continuous Integration und Continuous Development werden immer wichtigere Themen. Damit sollte man sich beschäftigen. Welchen Weg werdet ihr gehen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Viel Erfolg!